Du wolltest wissen, wieso der Kameramann immer eine Maske trägt. Ja, das würde mich interessieren. Das habe ich in einer Sendung vorher gesehen. Oh. Da habe ich mich gefragt, wieso tritt unser Freund da mit Maske auf? Ist doch gar nicht nötig. Erklär das dem Valentin noch mal kurz. Wir erkennen ihn ja sowieso. Ist nicht schlimm, kannst du dich hier hinsetzen, zieh die Maske auf, dann bist du hier rein. Das haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier in der Sendung. Ja. Aber der Valentin weiß es nicht. Der weiß es nicht. Ja, dann kriegst du ein Mikro. Ach, das ist aber lieb, dass ich jetzt ein Mikrofon bekommen habe. Ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, keine Maske. Also, die Maske war ja eigentlich Ingos Idee. Der Maskentyp. Ja, stimmt. Das ist Trump. Aber er möchte wissen, wieso du überhaupt eine Maske trägst. Ja, gut, mein Job ist ja ein bisschen objektiv zu sein als Kameramann. Und da ich wirklich nichts mit diesem... Objektivität hat ja nichts mit einer Maske zu tun. Das ja, stimmt. Seht aber ihr, das ist eine perfekte Ausrede. Ja. Ich glaube, er möchte sich möchte nicht, dass er mit dem Rotlicht in Zusammenhang gebracht wird. Von wem? Von der Freundin oder von der Familie oder von wem? Ich weiß auch nicht, von wem. Ja, da gibt es verschiedene Parteien, die daran Interesse haben. Von der, ja. Von der, wegen der Bank. Übrigens noch... Auch, gut. Noch eine Bemerkung wegen Schweizerische und andere. Danke für die Antwort, Donald. Sehr gerne. In der Schweiz kann sich ein Biker auch mit völlig milieulosgelösten Berufen etablieren. Kann er das in Deutschland nicht? Es ist offenbar die Differenz zwischen der bürgerlichen Sphäre, also den, wie wir in der Schweiz sagen würden, den Füdli-Bürgern und dem Rocker, scheint in Deutschland stärker zu sein, gegenseitige Ablehnung. Und natürlich kann, sagen wir, ein Schweizer Rocker... Aber auch der Verdienst spielt doch auch eine Rolle. In Deutschland verdienst du noch lange nicht das, was man in der Schweiz verdient. Das muss man ja auch so sagen. Hier kann man ja normalen Beruf... Also kaufkraftmäßig verdient man in Deutschland nie so viel, das ist richtig. Meine ich ja. Das ist dann auch so. Dann sagt er sich, oh, was soll ich hier für 1300 Euro den ganzen Monat arbeiten gehen, wenn ich 1300 Euro am Tag machen kann, irgendwo anders. Und das ist hier in der Schweiz, verdienst du natürlich eine ganz andere Summe. Also der Mindestlohn ist hier, glaube ich, 3,8, 3,6, keine Ahnung. Ja gut, nein, schon ein bisschen höher. Aber unsere Kosten sind auch höher. Ist richtig. Aber die Kaufkraft ist auch wesentlich höher. Aber du kannst ja trotzdem eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 700, 800 finden, egal wo. Du kannst nach Deutschland fahren, über die ganze einkaufen. Du kannst schon auch sparen hier. Dass alle Rocker in Deutschland kriminell seien, ist auch einfach ein Gerücht. Das sind sie absolut nicht. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, sagen wir, die ganz großen Verlautbarungen. Wir haben jetzt die organisierte Kriminalität endlich geschafft, indem wir die und die Rocker verhaftet haben. Das hat sich immer, wenn ihr das in den Schlagzeilen nachher angesehen habt, da hat sich meistens praktisch nichts als richtig ergeben. Aber es gab in der Rockersphäre in Deutschland wesentlich schwerwiegendere Vorfälle mit Schießereien und Ähnlichem als in der Schweiz. Das ist Tatsache. Die mussten sich auch wehren. Die wurden angegriffen und müssen sich dann wehren. Ja gut, aber man darf schon sagen, dass die Rockergruppierungen eher im Rotlicht mitmischen als hier bei uns in der Schweiz. Ja. Ich meine, bei uns gibt es auch Betreiber, wo bei einem Rockerclub sind, aber ich sehe ihn als ganz normalen Betreiber. Ja, genau. Aber in Deutschland findet das Ganze schon ein bisschen anders statt. Wie ist das übrigens, das ist vielleicht noch eine Frage zu Deutschland, das könnte wegen dieser Gruppierungen auch interessant sein. Es ist ja ganz schön, wenn ein Club hin und wieder neue Frauen hat und die Frauen, die bisher da waren, dann zu einem anderen Club wechseln, wo sie wieder die neuen Frauen sind, das gibt's. Es gibt beide Arten von Gästen, also einen Stammfreier und den, der immer eine neue Frau will. Also dieses Zirkulieren von Frauen ist natürlich, sagen wir, wenn mehrere Betreiber oder Besitzer von Clubs im gleichen Club sind und so, dann können sie miteinander eher abmachen, ich schaue, dass vielleicht zwei oder drei und so weiter zu dir kommen. Da lebst du schon gefährlich strafrechtlich. Richtig. Da sind wir schon im schweizerischen Bereich, sind wir da bereits ganz tief im Bereich Menschenhandel. Na, das vielleicht nicht. Aber du bestimmst zumindest mal den Ort. Die Bestimmung des Orts in dem Sinne... Da bist du in der Förderung der Prostitution. ...ist bereits strafbar.
Also du kannst natürlich einen Ort anbieten, das geht immer. Also wenn du jetzt einen Freund hättest irgendwo in der Westschweiz, der einen Club hat und er sagt dir, du, da wollen zwei Frauen bei mir, wollen in die Ostschweiz kommen, hast du plötzlich, dann sagst du wahrscheinlich, die sollen auf die Warteliste bei mir, oder? Aber ist eben schon kritisch. Ist aber wenn sie sich das selber wünschen? Das Hin- und Herschieben. Das ist eben kritisch. Das ja. darf Wie man wird schon es dann eigentlich am Schluss nicht ausgelegt? Mehr. Okay. Genau. Haben Sie sich das selber gewünscht? Oder hat man Ihnen das durch die Blume irgendwie nahegelegt? Genau. Sie sollen jetzt dort arbeiten. Also ich genau. sehe das so. Ein Risiko ist da. Auch wenn man ganz korrekt gehandelt hat, ja. das kann dann hinterher ganz anders ausgelöst werden. Es kann ja. ein Verfahren ausgelöst werden, genau. wenn zwei nur damit geredet haben, du, da wollen zwei Frauen von dir wechseln und so, das ist Ich sehe das schon kritisch, schnell, ich würde das nie sagen. Ja, das kann sehr schnell schiefgehen genau. bei uns. Und ich habe bei den paar Einblicken in ein deutsches Milieu, habe ich schon festgestellt, sagen wir, da gibt es auch aus gleichen Gruppierungen mitunter Puffbesitzer oder Betreiber in verschiedenen Städten oder wie auch immer. Und die sagen dann, du, ich kann wieder jemand brauchen oder so. Da sind wir eben auch nach deutschem Recht sehr schnell in einem strafrechtlichen Bereich. Und wie du sagst, solange man das gut durchsetzen kann, wie in der Schweiz doch weitgehend und in Süddeutschland offenbar auch weitgehend, schlechter wird es in den eigentlichen Großstädten Deutschlands, wo man den Überblick nicht mehr hat. Sehe ich eben auch so. Ja. Das ist schon ein großes Problem. Ja, und dann sagen wir in Schweden erst recht, da ist alles aus dem Rahmen geraten. Ja. Und ja. Also ist das wirklich so in Schweden? Seit dem Verbot ist wirklich alles ganz klar, die Kriminalität ist gestiegen. Das Verbot Nein, das hat nichts mit dem Verbot zu tun. Das Verbot hat erleichtert. Das hat mit der Ausländerpolitik zu ja. tun. Die Ausländerpolitik und das Verbot hat dann erleichtert, dass man vom kriminellen Bereich her an diesen Frauen problemlos verdienen kann. Also wir reden jetzt da in Schweden zum Beispiel, also das ist jetzt außerhalb der Prostitution. Die Prostitution kann natürlich eine Teilmenge vom Ganzen sein, reden wir ungefähr von 40.000 Bandenmitgliedern, Wahnsinn. Wo super ausgerüstet sind mit schweren Waffen. Ja, ja. Also, damit man mal eine Vorstellung hat. Verstehen Sie? Ja. Mit den Kriegen habe ich natürlich, Bandenkriegen habe ich natürlich mitbekommen, hier mit Panzerfäusten und so weiter und Eben, so fort. Das, das ist natürlich ja. Ja, bemerkenswert. Und ja. stell dir vor, du arbeitest als Frau, nicht du, ich weiß, dass du völlig klar Mann bist. Aber Dankeschön, hast du schon mal nachgeschaut? Ja. Stell dir vor, du wärst eine Frau und arbeitest im Club von, oder in einem Etablissement von einem dieser arabischen Gangster. Und übrigens, ich muss immer feststellen, damit ich nicht angezeigt werde, es gibt sehr viele Araber, die keine Gangster sind. Aber du arbeitest im Club von so einem und willst gern dann irgendwo anders oder willst nicht mehr, dann ist ja vorprogrammiert, dass hier Druck kommt von dieser Gruppierung. Das haben wir hier praktisch nie. Also ich kenne keine Frauen. Haben wir auch nicht. Haben wir nicht. Nein, ich kenne nicht keine da. Frau, ja, die ja. gehindert wurde, aufzuhören oder so etwas. Ich meine, die Dings, die wirklich schweren Fälle hier in der Schweiz, so nach meiner Übersicht, sind die eigentlich nicht passiert im Zusammenhang mit Gruppierungen. Nein. Das waren irgendwie so Zuhälter, einzelne bis zwei, höchstens drei. Und die haben dann eigentlich die ganzen Kriminellen gegenüber den Frauen begangen. Genau, wir hatten auch zum Beispiel, darf ich etwas sagen, zum Beispiel auch ja, Stress im Club oder Gewalttaten im Club. Du siehst ja auch, also hier in der Schweiz, also die wenigsten Betreiber haben ja zwei, drei Security-Leute an der Tür stehen. Wir haben gar keine. Gar keine, ich habe noch nie einen. Das ist in Deutschland undenkbar. Ja. Da ist an jedem Club steht jemand an der Türe. Das ist eine ganz klare Sache. Ohne ist gar nicht möglich. Weil entsteht Wieso immer ist es nicht möglich? Ja, weil immer irgendwie Stress entsteht. Was für Stress? Ja, wenn Gruppierungen kommen oder sitzen da zusammen genau. in einer Gruppe. Genau. Aber Stress gibt es nicht wegen den Gästen. Nein, die kommen, die wollen sich aufspielen oder keine Ahnung was, warum die so ticken. Die kommen mit einer Gruppe rein, der 10er-Gruppe.
ja, dann geht das los. Ist genau. Ja klar, der eine will sie aufspielen, der will den Großen machen. Genau. Und so geht das dann weiter. Der andere will mithalten und so entsteht dann Stress. Und dann kommt natürlich die Security, ist ja klar. Aber dann ist in der Schweiz ist das gar nicht so. Also das gibt keine Security. Nein, es gibt keine Security, nein. Ja. Und also die Security ist ganz normal. Das sind Security-Angestellte bei den Clubs und so. Wo? Hier. Also da gibt es nicht... Wir haben keine Security-Angestellte. Gibt es nicht. Ich habe mich auch gewundert. Ich denke, ich stehe gerade an der Türe, wo ich ganz frisch hier war, habe ich immer gedacht, hä? Ob da jemand an der Tür steht und so nicht? Da kann ich nicht. In Deutschland stehen da drei an der Türe, die richtig durchtrainierten. Ne? Aber die Security gibt es in Deutschland natürlich, in den großen Clubs. Natürlich. Ja. Aber die braucht es anscheinend auch. Die braucht es eher, ja. Die braucht es auch. Ja. Aber nicht wegen den Gästen? Sehr selten wegen den Gästen. Also ich glaube, da passiert wenig. Ich habe das mal, ich saß in Hamburg einmal bei einem Wirtschafter in der Küche und er hat Spiegeleier gemacht. Seltsamerweise machen alle Hamburger Wirtschafter Spiegeleier mit Speck. Die haben wir gegessen. Und dann gab es Rabatz. Da war ein amerikanischer GI von einem Schiff, der richtig Rabatz gemacht hat und einer der Jungs hat ihm eine geklebt. Der stand sofort wieder auf und dann ging es weiter. Ich habe dann völlig politisch unkorrekt und heute wahrscheinlich sogar strafbar gesagt, es war ein afroamerikanischer GI, ich habe gesagt, gebt ihm eine Banane, dann ist er zufrieden. Okay, und das dann darf man gar nicht mehr sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das aufstrahlt. Angelaufen und hat gleich zwei von den Jungs platt gemacht. Ja. Die haben mir dann gesagt, mach nie wieder so eine Bemerkung. Ja. Das ist ganz, ganz schlecht. Ja. Tja. Gut, hast du noch weitere Punkte zum Besprechen oder wollen wir hier mal einen Punkt machen? Ich glaube, das ist so ein Schlusspunkt. Ja. Noch nicht ganz. Ja. Wir haben jetzt einiges besprochen. Ja. Prostitution liberal, zulässig, Sexkaufverbot oder ganz verboten. Ja. Jetzt hätte ich von dir gern schnell eine Zusammenfassung, was man sagen kann, als Ausfluss quasi, Conclusion, aus dem Besprochenen. Da kannst du das jetzt noch mal kurz zusammenfassen, dass es eigentlich nicht an der Prostitution liegt, sondern, jetzt bist du dran. Also, ganz klar ist als Schluss von dem, was wir diskutiert haben, mit Liberalisierung der Prostitution, mit erlaubter Prostitution und erlaubtem Sexkauf wirkt man sehr gut gegen deliktisches Handeln im Bereich des Milieus. Was man aber damit nicht vermeiden kann, ist Migrationskriminalität vor allem, allenfalls auch Einzelkriminalität von anderen. Wer das aus der Hand verliert, wenn eine Stadt da den Griff nicht mehr hat und da nicht mehr überhaupt einschreiten kann, dann sind natürlich ganz unangenehme Situationen, auch wenn die Prostitution grundsätzlich erlaubt ist. Gut, kann man festhalten, das Problem wäre dort falsche Ausländerpolitik. Richtig. Gut, dann haben wir noch die Variante Sexkaufverbot. Wie sieht es dort aus? Das kommt praktisch aufs Gleiche raus wie ein das Prostitutionsverbot selber, weil ja beim Sexkaufverbot eine Partei deliktisch handelt. Das ist dort... Das Sexgeschäft ist dann verboten, die Vermietung ist verboten und alles. Genau. Es läuft aufs Gleiche hinaus. Man schafft wieder Einkommensmöglichkeiten für denjenigen, der bereit ist, beliebig die Gesetze zu überschreiten. Genau. Und mit Liberalisierung nimmt man diese Einkommensmöglichkeiten weg. Das ist ja eigentlich auch etwas, was wir wollen. Das Beste, was das Gesetz machen kann, ist auch auf die Ökonomie der Kriminalität achten, nämlich den Markt der Kriminalität. Es ist nicht Aufgabe des Gesetzes, mit Bestimmungen zusätzliche Einkommensmärkte für die Unterwelt zu schaffen. Genau. Gut. Und wie du richtig gesagt hast, die paar Fälle, die wirklich schwerwiegend sind, werden in Zürich einen extrem schwerwiegenden Fall. Da sind ein paar Leute, es waren Romas, aber ich will noch mal betonen. Aber wo ist es in Zürich Stadt passiert? Es war in Zürich Stadt. Also sieht man hier auch die größeren Probleme
gibt es auch in der Schweiz, in der Stadt. Ja, aber die hatten natürlich die kamen aus einem Land, in dem Prostitution nicht erlaubt war. Da haben Zuhälter ihre Frauen hergebracht, in der Meinung, die nehmen wir unter die Knute und die müssen uns das Geld abliefern. Die können jetzt hier, damals war es am Silke, anschaffen für uns. Die merkten an sich, merkten sie auch bald, ja, aber an sich könnten wir ja hier frei arbeiten. Nur, diese Leute waren natürlich extrem gewalttätig. Es ging aber schief, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, extrem gewaltige, tätige Typen aus einem Land, in dem es verboten ist, nicht in der Schweiz so entwickelt. Und die wurden dann auch verhaftet und mit sehr hohen Freiheitsstrafen bestraft. Was die Frauen konnten, entweder dann hier weiterarbeiten oder in ihr Heimatland zurückgehen. Diese Frauen, dass diese Frauen dann geschädigt waren, das glaube ich auch. Ich meine, wer derartige Gewalttätigkeit erlebt, der hat nachher Mühe, das zu verarbeiten. Ich weiß nicht, was diese Frauen alles nachher gemacht haben. Und es ist richtig, dass der Staat in solchen Fällen durchgreift. Gut, dann machen wir hier den Punkt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zur nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Auf Valentin. Wiedersehen. Recht herzlichen Dank, dass du nochmal hier warst. Toll. Das hat mich wieder mal gefreut. Tipptopp.